Fraktion beschlossen und das Wort hat die Antragstellerin der Fraktion, denke ich. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer des heutigen Kreistages, wir behandeln heute einen Antrag der AfD-Fraktion und bitten um Ihre Zustimmung. Erstens, der Kreistag stellt fest, dass die wissenschaftlich fundierten Empfehlungen der Ständigen Impfkommission alleinige Grundlage zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hätten sein sollen und nicht der politische Wille. Der Kreistag erkennt an, dass die Corona-Impfungen weder zuverlässig in jedem Fall vor Erkrankungen geschützt noch verhindert haben, dass Geimpfte das Virus an andere übertragen haben. Drittens, der Kreistag erkennt an, dass diejenigen, die sich nicht haben impfen lassen, stigmatisiert wurden. Viertens, der Kreistag stellt fest, dass Rufe nach einer Impfpflicht und die zu ergreifenden Sanktionen gegen Impfungewillige Grundrechte verstoßen haben. Fünftens, der Kreistag fordert die Landesregierung auf, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus den RKI-Protokollen in den Pandemieplan eingearbeitet werden müssen. Sechstens, der Kreistag erkennt an, dass Schulen keine Corona-Treiber waren, eine Schließung von Bildungseinrichtungen trotz gegensätzlicher Empfehlung des RKI-Krisenstabes hätte vermieden werden müssen. Siebtens, der Kreistag erkennt an, dass die strikten Vorgaben der Regierung teilweise Ängste in der Bevölkerung ausgelöst haben, deren Überwindung noch Jahre dauern wird. Achtens, der Kreistag stellt fest, dass die Empfehlung der Wissenschaftler des RKI-Krisenstabes im Frühjahr 2022 zur Abstufung der Risikobewertung und der entsprechenden Informationen an die Bevölkerung politisch nicht gewünscht war. Wir liefern Ihnen hier und heute auch die Begründung für unseren Antrag. Durch die nun vollständig vorliegenden, nicht geschwärzten RKI-Protokolle und noch dazugekommenen RKI-Daten aus dem Leak hat sich herausgestellt, dass es zu einer extrem starken politischen Einflussnahme auf die wissenschaftliche Expertise gekommen war und dadurch Maßnahmen in Gang gesetzt wurden, die nicht rechtsstaatlich waren und die Grundrechte der Bürger unverhältnismäßig einschränkten. Ferner wurde der Bevölkerung wichtige Informationen vorenthalten und sogar Ängste geschürt durch nicht faktenbasierte Risikoeinstufungen. Von bis dato immer noch versuchten Vertuschungsanstrengungen über die außergewöhnlichen Nebenwirkungen der Impfungen mal ganz abgesehen. Auch dies wird noch angemessen mittels Untersuchungsausschüssen aufzuarbeiten sein. Der Landkreis Frankenberg sollte auch hier bei seiner Verantwortung stellen und die gemachten Fehler eingestehen und die Lehren für die Zukunft daraus ziehen. Es wird nur eine Frage der Zeit sein, dann wird diese Corona-Zeit auch vor den Gerichten aufgearbeitet werden. Ärzte wurden von der Justiz verfolgt, Soldaten, die sich weigerten, sich zu impfen, sitzen heute noch im Gefängnis. Naomi Wolf, Autorin der New York Times, beschreibt die Umstände der Bearbeitung der von Aaron Siri herausgeklagten geheimen Pfizer-Papiere. Ein Team von 3250 Ärzten und Wissenschaftlern enthüllte die gefährlichen Reaktionen bei Frauen nach Injektion der mRNA-Impfstoffe mit langfristigen negativen Konsequenzen für die Fruchtbarkeit auch bei Männern. Es wird eine gewaltige Welle auf uns zukommen, vor der niemand mehr die Augen verschließen kann. Sie treffen heute Ihre Gewissensentscheidung, dem Antrag der AfD zuzustimmen oder abzulehnen. Aber erinnern Sie sich an diesen heutigen Tag und an meine Worte. Ob der vermeintliche Kampf gegen Rechts nichts anderes ist als ein Kampf gegen die Wahrheit, geschützt von Brandmauern politischer Indoktrination. Vielen Dank. Herr Erster Kategorie. Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man das hört, was hier bei der Antragsbegründung gerade von diesem ehrwürdigen Platz
Platz in den Kreistag und in die Öffentlichkeit gerichtet wurde, dann kann man nur sagen, die Gesellschaft muss endlich die Konsequenzen ziehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was hier begehrt wird, das ist eine komplette Verkehrung der Tatsachen. Und das ist mit Verlaub gesagt, ich bin kein Jurist, aber ich bin Mensch und Demokrat. Die Aufforderung zum nachträglichen Rechtsbruch, meine Damen und Herren. Hier wird Menschen eine Scheinwelt suggeriert, die sich so nie abgespielt hat und auch nie abspielen wird. Wir sollen bewusst durch einen feststellenden Beschluss des Kreistages, ob der dafür zuständig ist, ist die nächste Frage, Gesetze und Verordnungen in Frage gestellt werden, die auf dem dafür vorgesehenen verfassungsmäßigen Wege zustande gekommen sind. Und dagegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, können wir uns nur laut wehren von dieser Stelle aus. Die Menschen, das haben wir gerade gehört, sollen bewusst irregeführt werden. Auch die Menschen in Waldeck-Frankenberg, die sich auf das, was wir, die große Mehrheit dieses Hauses, verantwortungsvoll mit ihnen bereden und diskutieren und zu Lösungen führen, nicht mehr verlassen können. Die Menschen können sich auf uns verlassen. Die Politik hat keinesfalls überbordend auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Virologie oder der und des RKI eingewirkt. Das Gegenteil war der Fall. Die allermeisten von Ihnen wissen, dass ich in den Zeiten von Corona eine maßgebliche Verantwortung hier im Landkreis Waldeck-Frankenberg getragen habe. Wöchentlich, manchmal mehrmals in der Woche, haben wir Sitzungen durchgeführt, auch mit unseren Fachleuten aus den verschiedenen Fachdiensten in diesem Hause, mit den damals noch 22 Bürgermeistern der Städte und Gemeinden. Einige sind hier anwesend und wissen das. Und alles ist nach den jeweiligen Erkenntnissen der Wissenschaft ausgewertet und zu Schlussfolgerungen geführt worden. Und die Schlussfolgerungen sind in Berlin oder in Bonn, da wo das Bundesgesundheitsministerium sitzt, getroffen worden und in Wiesbaden. Und auch auf unseren Sachverstand und auf die Organisation vor Ort hat man gehört. Das, was jetzt begehrt wird von der antragstellenden Fraktion, das hat nichts mehr damit zu tun, nachträglich Prozesse auszuwerten. Da geht es nur um einen neuerlichen Versuch, die Menschen für dumm zu halten. Aber die sind nicht dumm. Und mit Ängsten und Effekthascherei in die Öffentlichkeit zu wirken. Dagegen müssen wir uns wehren, meine Damen und Herren. Die Fakten sind ja ganz andere. Und das habe ich auch noch mal mit meinen Leuten besprochen. Nach den jeweiligen Erkenntnisständen des RKI und angesehener Virologen, Sie kennen ja alle noch die Namen von Herrn Drosten und anderen, waren die wesentlich ab dem 16. März 2000 angeordneten Maßnahmen sinnvoll, geboten und waren auch zielführend. Und Sie haben dazu beigetragen, und das steht auch in den Protokollen drin, dass große Teile der Bevölkerung geschützt und vor allem dem Leben gerettet worden sind. Erinnern Sie sich noch, meine Damen und Herren, an die Nachrichtensendung der ersten Wochen aus Italien, aus Spanien, wo Tausende von Menschen verstorben sind, insbesondere in den Altenheimen. Denken Sie noch an den Hotspot in Heinsberg bei Aachen, wie viele junge Menschen und andere Menschen dort auf Dauer geschädigt wurden. Und bitte vergessen Sie auch nicht, was bei uns war in dem ein oder anderen Altenheim. Ich schaue Claudia Richtung Bad Wildungen, wo wir auch bedauerlicherweise eine ganze Häufung von Todesfällen in einer Seniorenwohnanlage haben. Ist das denn alles vergessen worden? Von denen zu meiner Rechten ist das vergessen worden, sonst wäre dieser irrsinnige Antrag nicht gestellt worden. Die Protokolle des Robert-Koch-Institutes dokumentieren, was der Covid-19-Krisenstab 2020 bis 2023 überlegt und diskutiert hat. Aus über 3.800 Seiten geht hervor, dass sich vor allem in den Hochzeiten der Pandemie Expertinnen und Experten, ich wiederhole mich, alle paar Tage trafen und die Lage in Deutschland und in der Welt sowie neue Studien und Richtlinien in den Blick nahmen. Natürlich gab es Learning by Doing. So wie das immer ist, wenn neue Probleme
gelöst oder bearbeitet werden müssen. Es ist sicherlich auch nicht alles richtig gemacht worden. Und das kann man, weiß Gott, dann letztendlich auch noch übernehmen. Und die Protokolle, dass die Protokolle zunächst Schwärzungen hatten, das dient doch einzig und allein, das weiß doch jeder, dem Schutz personenbezogener Daten. Das sind doch keine Geheimnisse vertuscht worden. Namen hat man geschwärzt, um dem Datenschutz sein Recht zu geben. Das war möglicherweise im Nachhinein betrachtet ein Fehler. Vielleicht ist Datenschutz auch manchmal, geht Datenschutz auch manchmal ein wenig zu weit. Jedenfalls hat das ja dazu geholfen, wir haben es ja eben von den Vorrednern gehört, dass dadurch die Verschwörungstheorien der AfD noch in die Hände geliefert wurden. Das hat aber alles nichts damit zu tun, dass diese Gutachten nicht auf Fakten basieren und die Fakten enthalten. Viele der angeblichen Skandale in den Protokollen verpuffen, wenn man den Zusammenhang von damals berücksichtigt. Das haben viele vergessen. Immer wieder geht das ja auch darum, heute nicht explizit angesprochen, aber wir alle wissen das ja, dass der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn der Lüge bezichtigt wird, ob seiner sicherlich verkürzenden Aussage, es handele sich um eine Pandemie der Ungeimpften. Fakt ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Herbst 2021 steckten sich auch Geimpfte noch immer an. Doch nach einer Modellberechnung der Humboldt-Universität, die hat nun mal mit dem Bundesgesundheitsministerium und der Bundesregierung aufgrund des Verhaltens der Freiheit von Lehre und Forschung ganz wenig zusammengearbeitet, gingen zu dieser Zeit 75% der Infektionen von den Ungeimpften aus. Und das Divi-Investitionsliste meldete kurze Zeit später, dass Ungeimpfte die Mehrheit aller Covid-19-Fälle auf den Intensivstationen ausmachten. Deutlich mehr als der Anteil der Bevölkerung. Herr Dr. Bosnick liegt mir zu, weil er das genau weiß als Mediziner. Auch wir in unseren Krankenhäusern im Landkreis Waldeck-Frankenberg waren in den Intensivstationen voll und der große Teil der Menschen hatte halt Defizite bei der Impfung. Es stimmt also, dass es zu dieser Zeit nicht nur eine Pandemie der Ungeimpften war. Doch Ungeimpfte verbreiteten deutlich mehr Infektionen und hatten schwerere Verläufe. Auch das wissen wir. Und der Bundesgesundheitsminister wollte mit seiner sicherlich kritikwürdigen, verkürzten Darstellung die Menschen nur zur Impfung motivieren. Und damit lag er am Ende des Tages doch richtig. Das steht doch auch in den Protokollen der RKI, meine Damen. Von der AfD interpretieren einen Satz aus dem Januar 2020 so, dass das Tragen von Masken angeblich überflüssig gewesen sei. Januar 2000, ganz zu Beginn der Pandemie. Es war allerdings der Anfang der Pandemie und die Datenlage hat sich massiv verändert. Heute steht fest, meine Damen und Herren, die Masken haben geholfen, besser durch die Pandemie zu kommen. Genauso wie die Impfung. Das steht fest. Das sollten meine Fakten gewesen sein. Mein Beitrag zu diesem Antrag, den ich verurteile. Die Aufarbeitung der Corona-Politik ist sicherlich notwendig, gerade um auch die zu entlarven, die sie vertreten und bewusst falsch interpretieren wollen, die soeben von hier aus geschehen. Die RKI-Protokolle können sicherlich wertvolle Einblicke geben, aber wegen einzelner Sätze einzelner dem Datenschutz zuzuordnender Schwärzungen, Skandale zu rufen, das greift in jedem Fall zu kurz. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gerne mal so tun, als sei alles richtig gelaufen und als sei alles in Ordnung gewesen. Beides ist nicht
zu in meinen Augen. Und es gibt einen Grundtenor, der aus diesem Antrag, aus dem reinen Antrag, von der Begründung spreche ich mal besser, fange ich besser gar nicht an, aber der aus dem grundsätzlichen Antrag darauf rauskommt, der Grundtenor, dass eine Aufarbeitung notwendig ist. Und das sehe ich sehr wohl so, dass das notwendig ist. Die FDP hat das auch im Bundestag angeregt, ist da leider an der Blockade durch die SPD gescheitert. Aber dann bitte auch, wenn die Aufarbeitung stattfindet, durch ein überparteiliches Gremium und nicht durch diese AfD-Pressemitteilung, denn viel mehr ist es ja auch gar nicht. Das ist eine Resolution, das ist eine Aneinanderreihung irgendwelcher Thesen, die noch teilweise gar nicht belegbar sind. Und wenn man sich die einzelnen Fragen dann anschaut, ich greife nur mal ein paar raus. Nummer zwei, der Reichstag erkennt an, dass die Corona-Impfung wieder zulässig geimpft in jedem Fall vor Erkrankungen geschützt, noch verhindert haben und so weiter. Das hätte auch keiner behauptet. Also ich meine, das ist da bekannt geworden, aber warum sollen wir das jetzt hier nochmal im Kreistag feststellen? Dann drittens, der Kreistag erkennt an, dass diejenigen, die sich nicht haben impfen lassen, stigmatisiert wurden. Von wem? Ja, Menschen stigmatisieren sich hin und wieder untereinander. Da kennen Sie sich ja gut mit aus. Aber was soll der Satz uns sagen? Also, dass das vorkommt untereinander, ist nicht gut. Aber was... Welchen Zugriff haben wir hier, dass wir so einen Satz beschließen sollen? Viertens finde ich interessant, der Kreistag stellt fest, also das sollen wir feststellen, dass Rufe nach einer Impfpflicht und so weiter gegen die Grundrechte verstoßen haben. Was? Die Rufe nach einer Impfpflicht? Eine Impfpflicht, wenn es sie denn gegeben hätte, möglicherweise hätte gegen Grundrechte verstoßen. Aber der Ruf nach einer Impfpflicht, also eine Meinungsäußerung, hat gegen Grundrechte verstoßen? Nee. Bestimmt nicht. Das wäre ja, also das wäre ja fast so, als hätte ihr Vortrag hier gegen mein Grundrecht auf Bildung verstoßen. Es geht um eine Meinungsäußerung. Und natürlich gab es viele Meinungsäußerungen in dem Zusammenhang, die fragwürdig waren. Aber gegen Grundrechte verstoßen Meinungsäußerungen nicht. Und wenn wir dann dahin kommen, dass es zu einer Aufarbeitung kommt, ich gehe jetzt auf die weiteren Punkte, aber auch erst recht auf Ihre Begründung, weil es war wirklich merkwürdig dazuhören zu müssen gerade, aber müssen wir durch. Auf die Begründung nicht weiter ein, aber wenn es dann zu einer Aufarbeitung kommt, und die würde ich mir wünschen, aufgrund von wissenschaftlichen Fakten, und daran anschließend ja auch eine politische Aufarbeitung durchführen, dann aber bitte auch die Aufarbeitung sämtlicher Lügen- und Verschwörungstheorien, die Ihre Partei und Ihre Anhänger in diesem Zusammenhang der Corona-Pandemie in die Bevölkerung getragen haben. Das dann aber bitte auch alles mit aufarbeiten. Dann wollen wir mal sehen, ob Sie sich dann noch über eine Aufarbeitung freuen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste Wortmeldung, Frau Möhring. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrter Herr Kreis, erster Kreisbeigeordneter, ich bedanke mich zuerst mal bei den Vorrednern für die Beiträge, einmal für die Erinnerung an die Faktenlage, für die Aufmerksammachung darauf, dass natürlich eine Aufarbeitung notwendig ist. Ich schließe mich dem ersten Kreisbeigeordneten an bei der Aussage, es geht hier um bewusste Irreführung, es geht hier um darum, Menschen für dumm verkaufen zu wollen. Es geht hier einfach nur um Propaganda und bewusste Fehlinformationen. Bei diesem Antrag seitens der AfD. Ja, wir wollen nicht bestreiten, dass die Regierung vielleicht Fehler gemacht hat. Und wir bestreiten auch nicht, dass die Menschen Angst hatten während der Pandemie. Aber die Frage ist ja, ob das die Maßnahmen der Regierung waren, die Angst gemacht haben, oder nicht vielleicht doch mehr das Unbekannte und die Pandemie selber. Und das stelle ich einfach mal so in den Raum. Das alles ist auch kein Geheimnis und es ist keine neue Erkenntnis. Auch dass die Impfungen insbesondere vor schweren und tödlichen Verläufen schützen sollten, ist auch keine neue Erkenntnis. Die AfD behauptet aber in ihrem Antrag zudem, das haben wir eben schon mal gehört, die Rufe nach einer Impfpflicht hätten gegen Grundrechte verstoßen und die Einschränkungen von Grundrechten wären nicht rechtsstaatlich gewesen. Da frage ich mich, sind Sie jetzt plötzlich Verfassungsrechtler geworden? Oder sind Sie vielleicht sogar das Verfassungsgericht höchst selbst? Denn das Bundesverfassungsgericht, das sieht das ganz anders. Da habe ich extra recherchiert dazu und mich nochmal schlau gemacht. Denn
Denn es gab Urteile, es gab Verfassungsbeschwerden, die gegen Impfpflichten, gegen Ausgangs- und Kontaktsperren eingereicht worden sind und alle wurden in den Jahren 21 und 22 zurückgewiesen vom Bundesverfassungsgericht. Auch die Schulschließungen wurden vom Bundesverfassungsgericht, auch wenn sie natürlich bitter waren und wir alle das nicht gut fanden, für verfassungskonform erklärt. In einer Sache muss ich Ihnen aber recht geben, und das ist, dass die Folgen der Pandemie, besonders die psychischen Folgen, in der Gesellschaft und unter Kindern und Jugendlichen aufgearbeitet werden müssen. Denn das ist, natürlich ist das eine Aufgabe, die wird uns noch lange beschäftigen. Nichtsdestotrotz hilft es niemandem, wenn sich die AfD hinstellt und mit dem Finger in einer Wunde bohrt oder eine Wunde neu aufbricht, die gerade vielleicht angefangen hat zu verheilen. Wir brauchen keine Politik, die bewusst Fehlinformationen verbreitet. Wir brauchen keine Politik, die bewusst Politikverdrossenheit fördert und Hass fördert in der Gesellschaft. Wir brauchen eine Politik, die sich jetzt aktiv mit den Folgen der Pandemie und dem Zustand unserer Gesellschaft auseinandersetzt. Eine Politik, die konstruktiv an einer Zukunft arbeitet, die lebenswert ist und das für alle Mitglieder der Gesellschaft. Wir brauchen eine Zukunft, in der man keine Angst haben muss und in der man lernt, Konflikte auszuhalten und auch unterschiedliche Meinungen auszuhalten. Ihr heutiger Antrag wirkt in keiner Weise dabei mit und deswegen lehnen wir als Linke diesen ab. Vielen Dank. So, zweite Runde. Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Antrag der AfD dazu. Wer ist für den Antrag? Wer ist dagegen?